begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Club 3 mit Professor Christoph Huber. Er ist BioNTech-Mitbegründer. Die Fragen stellen mit mir Klaus Knittelfelder von der Kronenzeitung, Christian Reiner vom Profil. Sie gelten ja als Impfpionier, haben eine ganz beeindruckende Karriere, sind Arzt für Onkologie und Hämatologie und sind Mitglieder zahlreicher Boards und Gremien, man kann gar nicht alles aufzählen, haben in Innsbruck ein Stammzellentransplantation und Immuntherapiezentrum aufgebaut. Das heißt, es gibt ganz viele Themen, die wir mit Ihnen besprechen können. Ich würde ganz gern beginnen mit der Impfpflicht, weil das jetzt im Moment so ein extrem polarisierendes Thema ist, natürlich ein politisches Thema und nicht ein medizinisches. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie sind nicht so sehr für die Pflicht, sondern mehr für die Aufklärung. Aufklärung hat aber nicht so richtig ganz funktioniert. Wir grundeln herum bei 70%. Sind Sie mittlerweile auch überzeugt, dass eine Impfpflicht notwendig ist? In Deutschland wird sie ja auch sehr heftig diskutiert, wo Sie oft sind. Ich werde mich hüten, auf diese berechtigte Frage eine Ja-Nein-Antwort zu geben. Impfpflicht hat Vorteile für die Umsetzung theoretischer Art. Von den seit langem etablierten Regeln der Impfkunst. Aber wenn es nicht angenommen wird, wenn es so viel Widerstand gibt, wenn es die Bevölkerung spaltet, die Familien spaltet, Betriebe spaltet. Und wenn die Virusevolution deutlich weniger krankmachende Varianten zum Überwiegen bringt, muss man es neu überlegen. Man kann sie aussetzen. Man kann es aussetzen, man kann es konditional einsetzen mit gewissen Öffnungsbedingungen im Falle das, aber in der jetzigen Situation wird es nicht einfach sein, Zwang auszuüben und es auch wirklich angenommen zu sehen. Es geht darum, die Herzen zu gewinnen. Da steckt richtig in der Antwort, stecken richtig viele Dinge drin. Also man kann schon rauslesen, ursprünglich hat er gemeint, die Impfpflicht wäre gar nicht schlecht in Österreich, der Professor. Jetzt allerdings mit der Entwicklung Omikron und auch mit dem, was man sieht, wie sich das spaltet, ist er der Meinung, ich glaube, er hat das ganz klar gesagt, dass man die Impfpflicht vorläufig aussetzen soll. Aber die Frage jetzt wieder an den Wissenschaftler. Das Argument ist ja oft einerseits, Sie sagen, Omikron ist sehr ansteckend, aber nicht sehr gefährlich. Nicht nur deshalb, weil es hauptsächlich Geimpfte betrifft. Nur, was ist im Herbst? Das ist ja immer das Argument, man könne dann nicht mehr so schnell umschalten, wenn dann zum Beispiel wieder ein ansteckendes und vielleicht gefährlicheres Virus käme. Also in dieser Voraussicht sind Sie noch immer der Meinung, dass man da vielleicht sistieren sollte oder das konditional die Impfpflicht einsetzen sollte? Keiner von uns verfügt über die Gabe der Weissagung. Und deswegen kann man nur in etwa die Konditionen, unter welchen man eine gewisse Handlung setzt, definieren. Wenn es ganz fürchterlich viel Tote und Leid gibt, wird man Richtung Zwang sich bewegen müssen. Aber ist das nicht zu spät? Sie merken, ich bin ein Befürworter der Impfpflicht. Es ist immer zu spät, denn die Prävention beginnt vor der Exposition. Es ist richtig, wenn man nur an die Gesundheit denkt, gibt es keine Diskussion. Wenn man es als gesellschaftspolitisches Problem, welches jeden Lebensbereich beeinflusst, sieht. Und wenn man die Unvorhersehbarkeit der Schwere einer neuen Welle kalkuliert, dann ist es ein bisschen schwer, sich in die Extremposition um jeden Preis zu bewegen. Sie haben das ganz richtig erkannt. Mein Herz hat sich etwas gewandelt. Und zentral wird sein, langfristig
die Menschenherzen und ihren Verstand zu gewinnen. Jetzt sagen Sie, dass niemand über die Gabe der Weissagung verfügt, in dem Fall auch Sie nicht. Ich würde es trotzdem bei Ihnen versuchen, weil wenn ich jemanden frage, dann gleich in dem Fall den Experten. Wie erwarten Sie, geht das weiter? Sie haben gerade gesagt, man kann nicht sagen, wie sich Todeszahlen, Varianten und so weiter auch in Richtung Herbst eben entwickeln. Was erwarten Sie, wie wird das weitergehen bis Herbst? Also einige Dinge stehen ja weitgehend aus der Diskussion. Wenn ein neuer Virus, der wirklich krankmachend ist, wenn Sie diesen Virus in Zellkultur auf menschliche Gewebe geben, tötet der innerhalb von Minuten diese Zellen. Das ist nicht trivial. Und wenn Sie so ein krankheitserregendes Ereignis sehen, dann schrecken sie sich ein bisschen. Und sie wissen, die Erstberührung mit einer nicht vorimmunisierten Spezies, die völlig naiv ist, wird ziemlich schlimm sein. Und das war es auch. Ich erinnere mich mit Entsetzen daran, dass ich in Bergamo, in diesem Hotspot der Epidemie war und mit einigen hundert Menschen geredet habe. Sie müssen weinen, wenn Sie so etwas sehen. Wenn Infektionen länger in einer Spezies sind, wenn diese Spezies zusätzlich immer mehr durch Impfungen immunisiert wird, relativiert sich diese Hochrisikosituation. Also aus der Geschichte beispielsweise von Erkältungsviren in Indianerstämmen, die über Entdecker verschleppt wurden, weiß man, der Anfang ist schlimm. Über den Anfang sind wir wahrscheinlich hinweg. Zu Ihrer Impfpflichtskepsis passend würde mich ehrlicherweise auch interessieren, wie sehen Sie, da kommen ja jetzt mehrere Medikamente auch gegen schwere Verläufe auf den Markt, einige sind Ihnen auch besser bekannt, nehme ich an, sind die eine Alternative zur Impfung, sage ich jetzt einmal, oder funktioniert das nicht so? Nein, das trivial? Sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ja vorbeugend. Hier kommt es nie idealtypisch zu einer Krankheit. Und das andere ist gleichgültig, ob geimpft oder nicht, wenn jemand erkrankt, die Schwere der Krankheit und die weitere Ausbreitung des Virus zu verringern. Aber sind also die Medikamente für Sie auch ein Argument gegen eine Impfpflicht in dem Sinn? Ja, natürlich. Je besser die werden, um Tod und schweres Leid abzuwehren, desto weniger gibt es eine wirklich starke Berechtigung zu Zwang. Jetzt gibt es diese zwei Gruppen von Medikamenten, das wissen alle. Das eine sind Medikamente, die die Virusvermehrung bremsen. Und davon gibt es jetzt eine ganze Reihe. Einige sind schon zugelassen. Zum Teil sehr deutliche Verbesserung der Krankheitsverläufe. Und die andere Gruppe sind sogenannte monoklonale Antikörper, neutralisierende Antikörper, die die Bindung des Virus an menschliche Zellen hemmen. Die letzteren sind sehr stark in der Öffentlichkeit jetzt besprochen worden, weil diese letzte Virusvariante Omikron tatsächlich in zwei Antikörpern genau diese Stellen mutiert hat, wo diese Antikörper ihre sonst positive Wirkung ausüben. Also das macht schon etwas aus, aber insgesamt macht die Therapie der ausgebrochenen Krankheit große Fortschritte. Dazu ist gekommen, nach 2 Jahren können Intensivmediziner sehr viel besser mit den schweren Verläufen umgehen. Man hat gelernt, dass auch alte Medikamente wie beispielsweise Cortison in entsprechender Dosierung diese schweren Verläufe mildern können. Zusammen hat man jetzt ein Paket und hat eine gewachsene klinische Erfahrung und ein viel besseres Management.
Aber darf ich da nochmal ansetzen bei deiner vorhergehenden Frage eigentlich? Also ich höre und sehe einen gewissen Optimismus, dass keine in dieser Form lebensbedrohende Welle, die kann zwar hoch sein, aber nicht erstickend sein, kommen wird, weil, und da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder weil die Weltbevölkerung gut geimpft ist oder die Krankheit schon hatte, oder die andere Variante wäre, weil das Virus sich so wie Omikron zwar als ansteckend erweist, aber als nicht so gefährlich. Welche dieser beiden Varianten, die Sie da offensichtlich etwas optimistisch stimmen, ist denn die wahrscheinlichere? Also, oder spielt beides eine Rolle? Vermutlich beides. Und das Dritte ist die gewachsene klinische Erfahrung. Das, was Sie gerade gesagt haben, also dass man besser damit umgeht. Ja. Aber es kann jetzt nicht eine Virusvariante kommen und es ist nicht wahrscheinlich, die hoch ansteckend ist, aber so tödlich wie Delta zum Beispiel. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich sage da nichts dazu, aus den genannten Gründen, dass es hier keine naturwissenschaftlich begründbare Voraussetzung gibt. Was wichtig ist für alle zu verstehen, die Selektion von Virusvarianten erfolgt nach dem Grad ihrer Infektiosität und nicht nach der Schwere der Krankheit, die sie auslösen. Vielleicht sogar im Gegenteil. Denken Sie den Fall durch, jemand erkrankt schwer, er zieht sich selbst sozusagen aus dem Verkehr in Quarantäne und ist nicht so verfügbar wie ein subklinisch Infizierter oder einer, der wenig Symptome hat, der weiter im Leben steht und sehr viele anzieht. Die Schleifen sind so komplex und so außerordentlich schwer vorhersagbar, auch in den Modellen der hochkompetenten Komplexitäts-Hub-Forscher, die hier ja eine sehr bedeutsame Rolle spielen. Man kann es nicht alles vorhersagen. Aber ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass, weil es wird ja, wir haben jetzt sehr viel gelernt im Wahrheit auch über Viren, ja, dass sie, wie intelligent sie sich verhalten. Wenn sich ein Virus quasi weiterhin verbreiten will, ist es ja besser als infektiöser und bringt den Wirt nicht gleich um, so wie Sie es jetzt gesagt haben. Das heißt, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich ein bisschen höher, dass es jetzt immer leichtere Verläufe gibt, die man halt irgendwie auch leichter weitergibt, aber die nicht tödlich verlaufen? Das wird von manchen so vorhergesagt. Sicher ist, Gegnern zum Beispiel. Sicher ist, je höher die Grundimmunität unserer Spezies ist und je globaler der Ansatz der Immunisierung, ob durch Infektion oder durch Vakzination oder durch die Kombination beider Vorgänge, desto geringer wird das Risiko sein. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Krieg zwischen den Wirten des Virus und dem Virus. Und beide Teile agieren unabhängig voneinander. Der Virus natürlich wird die selektionieren, die am höchsten infektiös sind und sich vielleicht manchen Abwehrvorgängen entziehen. Der Wirt wird natürlich versuchen, das zu überleben. Allerdings sind diese Anpassungsvorgänge sehr langsame. Das geht nicht in wenigen Generationen. Es gibt ja auch, gab etliche Diskussionen, quasi schwedisches Modell als das erfolgreichste, die von Anfang an eher auf Herdenimmunität gesetzt haben, also zu einem Zeitpunkt, wo es ja noch keine Impfung gab. Waren die Schweden vorbildlich oder eher nicht? Sie haben mit dieser Vorgangsweise eine höhere Sterberate in den gealterten Populationen. Ja, am Anfang, aber rückblickend, jetzt haben wir eigentlich eine genauso hohe in Österreich, erschreckenderweise. Verehrte Frau Salomon, ich habe in Schweden gelebt und das Sozialverhalten und die Folgsamkeit von Schweden ist anders höher als die von Südeuropäern oder auch Österreicher. Das heißt, das schwedische Modell hätte bei uns heißblütigen Südländern nicht so gut funktioniert. Man kann es nicht vergleichen. Ein Flächenland, welches unter einer gewissen Berührungsscheu im wahrsten Sinn des Wortes leidet, wird andere Infektionsszenarien schaffen als Länder, wo man sich küsst und kuschelt. Und das
ständig und mit Freude. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, Sie verstehen. Also das heißt, das schwedische Modell hätte möglicherweise in Österreich schlechter funktioniert und schon gar nicht in Italien. Und mir fallen jetzt nicht die Länder ein, wo besonders gekuschelt und geschmust wird. Man könnte es vermuten. Man könnte es so. Und wie immer sind die Vermutungen zollfrei. Aber um was es uns ja gehen muss, ist die Wahrheit zu finden. Und die Wahrheit in einem hochkomplexen Verhalten kann man nur an den Ereignissen lernen. Wenn wir die Länder vergleichen, Sie hatten ja, das ist kein großes Geheimnis, durchaus Kontakt mit Regierungschefs und Chefinnen während der Pandemie, also mit Angela Merkel, mit Sebastian Kurz. Jetzt ist es vielleicht etwas hochgegriffen, das als Berater zu bezeichnen. Sie würden es nicht tun, dass Sie kokett bescheiden sind, aber ich würde sagen, natürlich waren Sie ein Berater. Wie unterschiedlich zum Beispiel ist Deutschland die Sache angegangen, die deutsche Bundesregierung im Vergleich zu dem, was Österreich tat? Sie müssen nicht werten. Ich werde mich hüten zu werten, es steht mir weder zu, so intim sind die Kontakte nicht, noch würde es die erforderlichen Regeln der Vertraulichkeit zulassen. Aber was ich wirklich mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann, wen immer ich getroffen habe, er hat oder sie hat es ernst genommen. Es war eine große Betroffenheit. Und es war eine große Bemühung, den richtigen Weg zu gehen. Das, glaube ich, muss man der Politik der westlichen Länder wirklich konzitieren. Es wurde ernsthaft versucht. Und wenn man jetzt sich ein bisschen in die Vogelperspektive versetzt, versucht, soweit uns das so möglich ist, dann ist eine neue Krankheit in eine völlig immunnaive Spezies eingebrochen. Und innerhalb von 2 Jahren hat man begonnen, die Regeln zu verstehen, hat mit Hygienemaßnahmen, die man nicht unterschätzen darf, gelernt, wie gut man einen Ausbruch tatsächlich kontrollieren kann. Man hat gelernt, man kann gegen diesen Virus impfen. Man hat gelernt, dass ein hoher Schutz in diesen Impfmaßnahmen, gleichgültig welche Impfung wir jetzt ansprechen, zu einem zeitlich begrenzten 4, 5, 6 Monate bedeutsamen Erfolg führt und dass man den durch Wiederauffrischung verstärken kann. Wenn man das so sieht, dann muss man eigentlich eine sehr positive Bilanz ziehen. Ich will noch was dazu sagen, das war nicht in Ihrer Frage drin, aber ich nehme mir die Freiheit. Wir haben etwas gelernt, was häufig beklagt wird, was ich ja, wie bekannt, nicht unbedingt gerne höre. Die Dinge sind häufig sehr viel besser, als sie kommentiert werden, nicht von den Anwesenden. Wenn man jetzt wirklich drauf sieht, dann wäre die Denke, wenn irgendwo eine Lightspeed-Rettungstechnologie mit neuen Methoden entwickelt wird, wird es sicher nicht in Europa sein. Und wenn es in Europa ist, wird es sofort nach USA oder vielleicht nach China abwandern. Das war nicht so. Europa ist im Geist und in seiner Innovationskraft wirklich groß. Aber die Unterstützung kam natürlich dann trotzdem von einem amerikanischen Konzern, muss man sagen. Da haben Sie völlig recht. Und das ist jetzt ein anderer Aspekt, den ich gerne kommentieren würde. Unbedingt. Die Öffentlichkeit. Also bei BioNTech in Deutschland, aber Pfizer weniger in Deutschland, ein amerikanisches Unternehmen. Richtig. Ich wollte auf was anderes abheben, in meiner schnellen Sprechweise. Der Prozess der Entdeckung und Umsetzung und in den Marktbringung erfordert in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche
Spieler und Spielerinnen. Die frühe Phase wird immer von universitätsnahen Handeln und in der Regel universitären Spin-off-Firmen beherrscht. Das sind diese Small, Medium-Sized, Science-Driven Unternehmungen mit flachen Hierarchien, mit Leidenschaft, bedingungslos risikonehmend. Das sind die Frühen. Können die das in den Markt bringen? Schwer. Die können Proof of Concept machen, bis in frühe klinische Studien hinein. Das haben wir davor schon gezeigt mit BioNTech und mit anderen Firmen, die wir gegründet haben. Wir haben uns aber nicht zugetraut, Großstudien, alleinige Herstellung in den Markt bringen, ohne die Synergie, im wahrsten Sinn des Wortes, Synergie mit Big Pharma. Und ich denke, wir haben wahrscheinlich den besten Partner gefunden auf der Basis von gemeinsamer Arbeit. Und jetzt kann man sagen, ist überhaupt keine Frage des Kontinentes, sondern es ist eine Frage, dass zwei Kompetenzteams bereit sind, miteinander komplementär zu agieren, die Frühen mit den Späten. Und den Gewinn zu teilen, damit sich dieses Rad neu dreht. Das war so und es ist völlig egal, ob das ein amerikanischer Konzern ist wie Pfizer oder ob es ein anderer Konzern ist. Es dreht sich darum, finden sich die Menschen auch auf einer persönlichen Ebene und sind die Kompetenzen so komplementär, dass etwas erreicht werden kann in Lichtgeschwindigkeit, welches einer von beiden nie könnte. Ich finde das eine, entschuldigen Sie, wenn ich es sage, eine außerordentlich schöne Geschichte. Herr Professor, nur eines noch ganz kurz, bevor wir bei den Standardfragen da sind, zu denen wir sicher noch ausführlich kommen werden. Aber eine Sache, die der Kollege Rainer in seiner Frage drin hatte, was den Umgang mit politischem Spitzenpersonal in den vergangenen Jahren betrifft. Ich nehme an, du hast ihn nicht genannt, aber einer der Gemeinden war Sebastian Kurz, der vergangenen Sommer aufgrund der Impfung gesagt hat, dass mit dieser Impfung Corona zu einem persönlichen medizinischen Problem wird. Hätte da von Seiten der Pharmaindustrie oder von wo auch immer stärkeres Dementi kommen müssen oder hätte man da ein bisschen auf die Euphoriebremse steigen müssen oder war das zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar und man hat diese Meinung eh geteilt? Für die Geimpften ist die Pandemie vorbei. Ja, also wie gesagt, völlig richtig. Genau. Also wird durch die Impfung natürlich wird es zum persönlichen medizinischen Problem, wenn du ungeimpft bist, so auf die Art, man kann sich dafür entscheiden, muss aber nicht und damit ist eigentlich die Pandemie in ihrem Kollektivismus passé. Hätte man da auf die Euphoriebremse steigen müssen? Die Antwort fällt mir deswegen nicht schwer, weil es hier ja ein Sprung zwischen einer medizinisch-epidemiologischen Überlegung und einer gesellschaftspolitisch individual entscheidungsgetragenen ist. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und man könnte es eigentlich anders formulieren. Man könnte sagen, was passiert, wenn es nicht den wünschenswerten Weg der Ausrottung geht. Das war schon nicht sehr wahrscheinlich. Aber ich habe zwar oft mit Sebastian Kurz gesprochen, in Camera Caritatis. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass er mehr tun wollte wie motivieren. Aber das ist nicht mit mir im Detail abgesprochen. Und wenn, hätte ich auch kein Recht dazu, so etwas zu zitieren. Mein Eindruck war, man will eine optimistische Haltung, die Menschen mitreißen.
Mitreißen kann man ja durch zwei unterschiedliche Wege. Das eine ist Verordnen, Vorschrift. Und das kommt offenbar manchmal an Grenzen. Ja, aber es ist, der Fall ist ja offenkundig nicht eingetreten, weil ich sitze hier als dreifach geimpft und die Pandemie ist für mich nicht vorbei. Also. Und das schadet der Glaubwürdigkeit nicht nur der Politik, sondern durchaus auch der Wissenschaft, weil da wird ja nicht mehr differenziert zwischen dem, was Sebastian Kurz gesagt hat und was die Wissenschaftler gesagt haben. Ich verstehe den Punkt und dort dem ist problematisch. Rückblickend nichts hinzuzufügen. Mhm. Das Wesentliche ist aber, das hat man gelernt. Mhm. Aber und jetzt gilt es, nach vorwärts zu schauen. Aber ist nicht es hilft niemand etwas, wenn man hier Fehlverhalten unterstellt. Es ist klar geworden im Verlauf, dass es eben längerfristig ist. Und das war am Anfang schon eher wahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber eher wahrscheinlich. Wir kennen Coronaviren seit langer Zeit. Das ist nicht der erste Coronavirus in unserer Spezies. SARS-MERS. Nein, aber da hat es ja auch harmlose, die wir alle haben. Als Journalist muss ich die tödlichsten nennen, sonst wird es ja langweilig. Das ist richtig, aber die gibt es. Und das sind saisonal Erkältungskrankheiten und es gibt kein großes Geschrei, geschweige denn eine Pandemie, Ausrufungswahrscheinlichkeit, weil es nicht die Bedrohlichkeit hat. Und wenn jetzt dieser neue Virus so ähnlich ist wie die bekannten, ja, dann ist es naheliegend, dass man weiter mit ihm leben wird. Und so wird es wohl auch sein. Sie sagen, man hätte es vielleicht sehen können. Es waren doch zwei große Überraschungen in der medizinischen oder wissenschaftlichen Überraschungen rund um die Impfung. Die eine war die hohe Wirksamkeit aller, aber vor allem der mRNA-Impfstoffe. Und die zweite, das war das Positive. Und die zweite war, dass die Wirkung doch relativ schnell nachlässt. Ich habe das jetzt nur dazu gesagt, weil das im vergangenen Sommer noch eben nicht klar war, dass die Wirkung, also die Impfdurchbrüche so viele geben. Genau, ergänzen möchte ich eben sagen, waren die Erwartungen nicht doch ein bisschen zu hoch geschraubt, weil jetzt eigentlich eine Menge, und das gibt natürlich Nahrung, den Impfskeptikern, eine ganz, ganz viele Leute, die dreifach geimpft sind, sie sind trotzdem infiziert. Das heißt, waren die Erwartungen zu hoch geschraubt an den Impfstoff? Nein, weil die Wirksamkeit, also die Antwort ist nicht ja und nicht nein, sondern zum ersten Punkt sind sie absolut nein. Die Wirksamkeit war viel höher, als man wirklich erhoffen konnte. Aber sie war zeitlich begrenzt. Was viele von uns vorhergesagt haben. Denken Sie daran, dass die bisher bekannten Coronaviren immer diese saisonalen Schwankungen haben, in denen natürlich die Immunlage der Probanden immer eine Rolle spielt. Warum sollte das bei dem neuen Virus anders sein? Drei Impfungen innerhalb von einem halben Jahr sind natürlich relativ viele. Eine Möglichkeit, dass man dann nach 8 Monaten oder einem Jahr 4 Impfungen hat gegen einen, das erschreckt oder das verunsichert die Menschen, die sich nicht rasend gern sowieso schon impfen lassen und die dann sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich alle ein paar Monate impfen lassen. Also ich muss da jetzt etwas einmal ganz klar sagen. Aus meiner Sicht kann man Dinge nicht vorhersagen, die man noch nie gemacht hat, die einen derartigen Komplexitätsgrad haben. Und man geht hinein mit einer Ansage, wir geben das und wir betrachten. Das war die Ansage. Was dann verschiedene Seiten dazu gesagt haben, ist wird ewig halten, bis wird morgen vorbei sein oder wird überhaupt nicht wirken. Aber die Ansage war, wir haben einen hochwirksamen Impfstoff, der in einer kurzen Beobachtungszeit einer klinischen Phase 1, 2, 3 Studie einen wirklich nahezu maximalen Schutz gibt. Mit dem ist man dann in die, wie wir sagen, Real-World-Experience der Milliardenverabreichungen hereingegangen. Dann hat man gelernt, es braucht weniger lang. Es geht nicht so lang, wie man es gerne hätte. Was soll dazu zu sagen sein? Anderes, als dass man das gelernt hat und jetzt modifiziert man die Vorgangsweise. Die Hauptproblematik ist die, dass persönliche Vermutungen,
von verschiedener Seite ohne Faktenbelegung eine hohe Verwirrung erzeugt haben. Und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, jeder von uns in einem breiten Angebot nimmt das, was ihm am besten passt. Daher hat die Allgemeinheit und fast jeder von uns die beste Variante gewählt. Das ist nicht schuldhaft. Das ist, was... Jetzt die Politik. Sie wollen niemand jetzt ist schuld. Das hat jetzt man lernen müssen. Ja. Jetzt hat man es gelernt und jetzt muss man danach handeln. Und jetzt wird man bei jeder Auffrischung lernen müssen, wie lange hält das. Und dann wird man es wissen. Wenn man aber davor alles weiß, bevor man es wissen kann, dann entsteht natürlich Verwirrung und im Nachhinein Misstrauen, wenn es nicht so ist, wie die wünschenswerte Variante darlegt. Man muss das doch fair und nüchtern sehen. Dass da Emotionen eine Rolle spielen in der Bewertung, ist ganz klar. Aber noch nie hat jemand, der das erste Experiment gemacht hat, ganz genau gewusst, was herauskommt. Und das führt eigentlich zu der Frage, die ich liebend gerne mit Ihnen besprechen würde. Wie steht die Gesellschaft zur Innovation? Und welche Art von Beiträgen kann jeder von uns leisten, um diesen notwendigen Prozess der Wahrheitsfindung besser, transparenter, nachvollziehbarer zu machen, unter Beteiligung aller? Man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass Österreich und Deutschland, gerade diese beiden Länder, eigentlich sehr hoch entwickelt sind, gleichzeitig extrem Innovation, technikfeindlich. Bei uns nur kommt dazu die Gentechnikfeindlichkeit gegen Atomkraft sowieso, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber ist es etwas, was unseren Wirtschafts- und Forschungsstandort in Zukunft auch hemmen könnte, dass wir da sehr skeptisch sind? Also zur Schlussbemerkung, ja, selbstverständlich. Innovation muss ein Anliegen einer Gesellschaft sein. Wie kann man das verbessern? Ich sage Ihnen einmal etwas aus persönlicher Erfahrung. Ich war in der Zeit in den Vereinigten Staaten tätig an dem Platz, wo die klinische Knochenmarkstransplantation entwickelt wurde. Da hat man gerade die ersten größeren Zahlen gemacht. Ich war bei dem späteren Nobelpreisträger Don Thomas. Ich habe ein paar Sprachen können. Ich kann, das glaube ich, kann ich sagen, mit Kranken ziemlich gut umgehen. Und ich war einer von denen, der die aus der ganzen Welt halt dann empfangen und auf den Weg gebracht habe. Da sieht man die Unterschiede unterschiedlicher Kulturen. Sehr typisch in der Kultur der Amerikaner ist es, zu wagen und über Hürden zu gehen mit Risiko. Und es gibt andere Populationen, die sehr viel weniger risikofreudig sind. Ich habe extrem lang nachgedacht, was vielleicht die Wurzel davon sein könnte. Es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die Vereinigten Staaten besiedelt wurden von Menschen, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden und kühn waren, die in die Boote gegangen sind wegen ihres Bekenntnisses oder wegen Verfolgung oder weil sie es unbedingt wollten. Oder aus ökonomischen Gründen. Aus ökonomischen Gründen. Und die mit den Gegebenheiten, dem Staat, der Lebensform zufrieden waren, sind geblieben. Ich vermute, das ist schon ein bisschen ein unterschiedlicher Genselektionsprozess auf beiden Seiten.
Aber das hilft eigentlich nicht, um Ihre Frage zu beantworten. Nämlich auch, was könnte die Politik auch tun, um das zu verbessern? Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, weil es so gut zum Etatismus als Innovationsfeind mehr oder weniger passt. Jetzt hat man in den letzten Monaten von der SPÖ-Chefin unter anderem vernommen, dass gerade bei Dingen wie Arzneimitteln oder auch anderen wichtigen Bereichen der Staat, also mehr oder weniger der Staat, entweder für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen sollte oder aber, wenn es sonst nicht geht, Medikamente zum Beispiel vom Staat produziert werden sollten. Wie finden Sie sowas? Im hochinnovativen Bereich ist es vermutlich wenig effizient. Und dazu sind die Größenordnungen des Commitments solche, dass man als Staat wahrscheinlich kaum die Reserven hat. Wissen Sie, was ein innovatives Medikament in dieser Zeit in etwa kostet, bis es zur Marktzulassung kommt? In der Regel eher 3 Milliarden. Früher haben wir gesagt, 1 Milliarde, aber es reicht nicht mehr. Und die Zeitdauer ist in der Regel 10 bis 15 Jahre. Solche Prozesse in hoheitliche Hand zu legen, ohne Risikokapital, scheint nicht sehr realistisch zu sein. Ist es auf privater Ebene überhaupt sehr realistisch, sowas in Österreich mittelfristig zu sehen? Warum nicht? Das Wichtigste sind die Menschen aus der Anschauung der meisten. Die Alpha-Teams schaffen es in der Regel auch über Hürden zu gehen, was Rahmenbedingungen betrifft. Hätten Sie Ihren Erfolg in Österreich auch so haben können? Ich denke, es beginnt jetzt eine Saat aufzugehen, wo hervorragende kleine Firmen ganz hervorragende Kompetenz entwickelt haben und umworben werden. Und? Wir haben gerade eine kleine österreichische Firma gekauft wegen des Inhalts und der Menschen. Und Mainz war jetzt auch nicht unbedingt das Silicon Valley Mitteleuropas, wo Sie begonnen haben. Aber vielleicht, weil du sagst Etatismus, spannend ist da ja doch, da gibt es auf der einen Seite China und die sind jetzt schon auch sehr innovativ, ein ganz anderes gesellschafts- und politisches System. Und nehmen wir dann die USA oder Silicon Valley, ist nicht das Verbindende, und da sind wir wieder bei Österreich, die Frage der Ausbildung. Wenn man da in San Francisco ist, man spricht mit den Leuten, die darüber befinden, ob man Seed Financing macht, die sagen, es geht vor allem mal darum, ob die Universitäten da sind, dann um Geld und vielleicht noch um was Drittes. Und die Rahmenbedingungen des Staates müssten dann doch Universitäten sein. Also das, wovon Sie am Anfang ja auch sprachen, dass das immer aus universitärem Umfeld kommt, bevor es an die Industrie weitergegeben wird. Ist Österreich da gut genug? Ich denke, jetzt ist es sehr gut vorbereitet. Und ich kann gar nicht mehr als begeistert zustimmen. Wenn das so gesehen wird, verordnen kann man Innovation nicht. Das ist ein Bottom-up-Prozess, getragen von hingegebenen, hochbegabten Leuten, die einen tollen Inhalt haben. Einen Inhalt für die Menschen. Es geht um Dienstleistungen und Produkte für die Menschen. Das wird in der Regel nicht primär von Sehnsucht nach Kapital, Gewinn oder Ruhm getrieben. Das sind tatsächlich die treibenden Kräfte der Mehrzahl der Medikamentenentwickler sind, Menschen zu helfen. Das darf man nicht als Gesellschaft nicht wahrnehmen. Und da liegt sicher im aufklärerischen Journalismus eine große Hoffnung, das vielleicht auch an Einzelschicksalen zu verdeutlichen, dass es eine Aufgabe für die Gesellschaft ist. Und ich kann Ihnen nur aus eigener kleiner Erfahrung oder auch schon größerer sagen, nichts macht so glücklich, wie Menschen zu helfen. Also das ist wichtig, dass eine Gesellschaft das besser wahrnimmt. Und das setzt sich dann ja in die schulische und
sonstige Aus- und Weiterbildung fort. Wenn wir diese Heldengeschichten, denken Sie an die Impfkunst von Louis Pasteur, von Robert Koch, Menschen, die das so gelebt haben, wie man Wissenschaft in Leben umsetzt, wenn man das mehr erzählt, den Menschen näher bringt, das vielleicht sogar auch als Berufsbild skizziert, würde ich das wunderbar finden. Und das sind die Hebel, wo die Politik ansetzen kann. Jetzt sage ich noch was Triviales. Wir haben vorher von Geld und den ungeheuren Summen gesprochen und der Schwierigkeit, das in hoheitlichen Zuteilungen wirklich darzustellen. Es gibt eine Möglichkeit, auf diesen Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu blicken, indem man die Frage stellt, wie viel Risikokapital pro Kopf gibt es in den Vereinigten Staaten versus Europa. Und Sie kennen, das ist fast zehnfach so viel. Und zehnmal kann Geist und Hingabe nur selten kompensieren. Das sind dann Wahrscheinlichkeiten. Und das kann die Politik durchaus beeinflussen. Sie alle kennen diese leidige Diskussion, die weltanschaulich sehr stark belastet ist, obwohl es berechtigt ist, darüber weltanschaulich zu sprechen, soll man Risikokapital steuerlich begünstigen. Die Regionen, die das tun, bringen Innovation besser voran. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und das ist ziemlich einfach. Das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wahrscheinlich vom gesamten Vertrauen einer Bevölkerung, nennen wir es Kultur, in Innovation und Forschung eher getragen wird als durch politische Verordnungen und Parteienpakte. Es sollte verständlich sein, das Risikokapital hilft, Leben zu retten. Jetzt haben Sie vorhin gerade angesprochen, dass Sie mehr oder weniger doch eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Hoffnung hegen, dass, sage ich jetzt einmal, das Bild von Forschung in der Breite der Gesellschaft irgendwie, sage ich jetzt einmal, besser wird. Der Status quo ist ja relativ ernüchternd, um es vorsichtig zu sagen. Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung einen EU-Euro-Barometer, also eine Studie angeschaut, zur mehr oder weniger zur Frage, wie steht Europa zur Forschung, wo Österreich relativ erschütternd abschneidet. Ich glaube, kaum, also in einem EU-Land haben die Leute geringeres Interesse an Ergebnissen von Wissenschaft. Und in der Frage, da wurden dann auch so einzelne Allgemeinwissensdinge abgefragt, in der Frage, ob denn Menschen mit den Dinosauriern zusammengelebt haben, sagt fast jeder Dritte, dass das, also hat jeder Dritte ist der Meinung, dass das so war. Und damit ist man europaweit Spitze. Was sagen Sie zu solchen Studien? Und woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit zu wenig beschäftigt. Ich war mehr als 3 Jahrzehnte eigentlich nur privat und viel zu selten in der Heimat. Ich weiß es einfach nicht. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, dass man das in seinen Wurzeln besser versteht, damit man weiß, was man dagegen tun kann. Dass es nicht gut ist für eine Gesellschaft, am Fortschritt nicht selbst wertschöpfend und was vielleicht noch viel wichtiger ist, mit dem Selbstbewusstsein, was aus solchen Dingen entsteht, wenn sie gut laufen, teilzunehmen, das ist nicht gut. Diese herrlichen Kulturleistungen, die Österreich bewiesenermaßen vollbringt in verschiedensten Bereichen, sind von den Köpfen her auch in Technologieinnovation durchaus denkbar. Jetzt müssen es die Leute glauben und wollen, dann werden die Politiker so handeln, wie es opportun ist oder wie es ihnen ihre Sachkenntnis eingibt, was ich nicht abstreiten will. Und dann wird es besser werden.
Ich sage noch was Letztes dazu. Seit ich wieder in Österreich meinen privaten Hauptwohnsitz habe, habe ich die Ehre, mit einer Reihe von Universitäten auch auf Projektebene der jungen Leute beratend. Bei der Medizinuniversität Wien bin ich auch in diesem Scientific Advisory Board seit einiger Zeit. Ich sehe da hervorragende Ansätze. Ich sehe da in dem Leadership große Strategen von außerordentlichen, glaubhaften Einsatz und Akzeptanz. Es braucht aber auch, wenn es gut läuft, Jahrzehnte, zumindest 10 Jahre, bis man beginnen kann zu ernten. Ausgenommen sind glückliche Einzelereignisse, aber als breite Front braucht es länger. Man muss eine universitäre Kultur schaffen, sie muss von der Bevölkerung auch verstanden, gewollt werden, dann dreht sich ein Rad. Gutes Stichwort, abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viele Amerikaner Jurassic Park vielleicht für einen Dokumentarfilm halten. Und nicht so ganz klar, Österreicher sowieso, ja. Aber weil Sie sagen, es dauert oft Jahrzehnte. BioNTech und ich glaube auch das Unternehmen, das Sie zunächst gegründet hatten, Ganymed, hat sich ja eigentlich mit etwas nicht in der Praktikabilität, aber beim Ziel mit etwas anderem beschäftigt, als mit Impfungen gegen Corona oder gegen Viren im engeren Sinn. Wir hören immer, und das ist es ja wohl, Krebstherapien, Krebsimpfungen. Ich komme jetzt auf das Thema und darum ist es vielleicht ein ganz guter Übergang, dass Sie in Mainz das erste Institut haben Sie in den 90er Jahren gegründet, dort Ganymed vor 20 Jahren oder so irgendwas, BioNTech auch vor über 10 Jahren, also langer Vorlauf. Wie weit sind wir dabei? Ich glaube, das ist unsere Zuseherinnen und Zuseher sicher interessiert. Wann kommt die Impfung gegen Krebs aus Österreich, beziehungsweise von ÖsterreicherInnen, Österreicher in dem Fall, türkischstämmigen Deutschen und so weiter, entwickelt? Wie weit sind wir da? Also, warum geht das nicht so schnell wie zum Beispiel eine Impfung gegen ein Coronavirus? Die Impfung gegen Coronaviren hat davon profitiert, dass man in der Krebsimpfung bereits 10 Jahre klinische Erfahrung, Herstellungserfahrung, Kompetenz, Ressourcen, Plattformen geschaffen hat. Und ob Sie eine Impfung gegen einen Virus machen oder gegen Mutationsepitope eines Tumors, der Schritt ist nicht so gewaltig. Und wir konnten auf der Krebsseite auf individueller Patientenbasis 30 Komponenten Impfstoffe, also 30 verschiedene Impfkomponenten auf individueller Basis für einen einzigen unikalen Patienten innerhalb von weniger als einem Monat machen, durch Einsatz von Digitalisierung und Robotik. Das war alles schon da. Und man hat nur im Prinzip einige Schalter umlegen müssen, um die kluge Design zu entwickeln, was eine Sache für die Ugo Science von 2 Wochen vielleicht ist, um einen Plan wirklich im Detail durchzuspielen, um SARS-CoV-2-Impfungen zu machen. Basierend auf einer umfassenden, bereits in Phase 2-Studie und mit mehreren Herstellungsfabriken, die wir selbst, nicht über Kontrakter, sondern selbst, wenn wir denen sagen, ihr macht das, dann machen sie es. Aber wie weit ist da jetzt der Fortschritt gediehen, dass man wirklich, also dass man eine starke, scharfe Waffe gegen Krebs in der Hand hat? Also wir haben ungefähr ein Dutzend verschiedene Immuntherapeutika gegen Krebs in klinischer Entwicklung. Davon kann man vielleicht 3 kurz ansprechen und einen ungefähren Zeithorizont oder Studienhorizont geben. Wir haben 2 verschiedene Tumorimpfungen. Die einen gegen breite Antigene, die innerhalb einer Krebsform geteilt werden von der Mehrzahl. Das sind sozusagen vom Regal herunter Impfungen für Krebs 1 oder für den Krebs 2 unterschiedlich oder für Krebs 3. Und die anderen Impfvorgänge sind individuell
auf die Mutationen, die den individuellen Krebs treiben. Diese beiden Impfstoffe sind jetzt in Phase 2-Entwicklung seit vielen Jahren. Und aber wer kriegt denn dann? Jemand, der quasi in der Familie ein erhöhtes Risiko hat, an Brustkrebs zu erkranken? Jetzt zum Beispiel, also bei beiden, würde das dann kriegen müssen? Bei beiden Impfungen geht es darum, ausgebrochene Krankheit zu beeinflussen. Im Fall dieser individuellen Impfungen, genauso wie im Fall dieser Warehouse-Vakzinen, die wir haben. Und wir rechnen, dass das in den nächsten Jahren in eine Zulassung geht. Ich werde mich hüten, Ihnen jetzt zu sagen, es ist 2025, auch wenn es in den Vorhersagen der Firma BioNTech in gewisser Weise angedeutet wird. Aber was verhindert diese Impfung? Wenn der Krebs schon ausgebrochen ist, ist es eine Prävention gegen Metastasen oder was macht es, diese Impfung es dann? Es bewirkt idealtypisch, dass der Krebs abgestoßen wird. Eine richtige Abstoßung. Und das haben wir inzwischen bei vielen, vielen Patienten bei beiden dieser Impfstoffe gesehen. Und eine andere Produktkategorie, die genetisch manipulierte Abwehrzellen einsetzt. Viele haben inzwischen von diesen CAR-T-Cells gehört. Da nimmt man aus Patienten Abwehrzellen aus dem Blutstrom, wir nennen die Lymphozyten, gibt ihnen in der Retorte einen Rezeptor, der spezifisch für den Tumor ist, vermehrt diese Zellen dann in der Retorte und schickt dann diese zornigen Krieger, die alle spezifisch gegen den Krebs des oder der Patientin gerichtet sind, zurück. Führt zu Abstoßungen im Idealfall. Diese Produkte sind jetzt in der Entwicklung. Wir haben da ein völlig neues Design entwickelt, was weltweit meiner Meinung nach niemand sonst macht, kommt auch von Ugo Sahin und Co. Und wir befinden uns jetzt in der Phase 1 Prüfung. Ich habe nicht die Freiheit und ich würde es auch, wenn ich die Freiheit hätte, nicht tun, Ihnen von einer kleineren Zahl von Patienten an Erfolgsfanfaren Erlebnis mitzuteilen. Aber das wird in relativ kurzer Zeit im Verlauf der nächsten 12 Monate so weit gereift sein, dass man ein belastbares Verständnis hat, wann es vielleicht den Markt erreichen könnte. Herr Professor, wo wir schon bei den Prognosen sind, noch einmal ganz kurz zurück zu Corona. Fast etwas persönlich jetzt gefragt, aber ich glaube, ich bin da kein Einzelschicksal. Als Vater eines 2,5-jährigen Buben, wann kann ich den nicht off-label, sondern regulär impfen lassen? Und würden Sie mir das raten? Also jetzt, würden Sie mir raten, das off-label zu die tun? Die Antwort ist ganz einfach und ist eine formale. Es ist derzeit eine klinische Prüfung unter dem Label von Emergency Use Authorization bei der amerikanischen Food and Drug Administration zur Prüfung freigegeben. Und die Empfehlung, außerhalb von Studien so etwas zu machen, wird man nach den Studienergebnissen richten. Davor werde ich sicher kein Wort sagen. Und ich glaube, so sollte man es auch halten. Mhm. Wann wird es ein Ergebnis geben für die Notzulassung? Also Notzulassung klingt irgendwie so despektierlich, aber das ist in relativ kurzer Zeit. Mhm. Monate. Ich würde noch ganz gern auf zwei Verschwörungstheorien oder vielleicht sind es auch wahre Theorien, die immer wieder kursieren, die uns Journalisten auch immer per Mail irgendwie zugeschickt werden. Die eine ist, dass ein Pfizer-Chef verhaftet worden ist. Die andere ist, alle Politiker sind sowieso von der Pharma-Lobby bezahlt. Das ist etwas, was bei den Freiheitlichen sehr kursiert. Und es gibt gleichzeitig diese Dauervorwürfe, dass das eine Impfung ist, die in die Gen- und die Zellstruktur eingreift. Vielleicht darf ich mit dem Letzten beginnen, weil das sehr entscheidend ist für die Bewertung von möglichen Langzeitfolgen.
es gibt keinen Zweifel, dass mRNA nicht in Erbmasse integriert hineingeschrieben wird. Das können nur bestimmte Viren, aber mRNA, wie es gegeben wird, mit Sicherheit nicht. Die wissenschaftlichen Beweise dafür sind abundant, sind seit Jahrzehnten erbracht worden und es wäre zweckmäßig, die diese Vorwürfe formulieren, einmal zu prüfen, was sie von wissenschaftlicher Evidenz je gelesen haben. Das ist sehr einfach. Man braucht die Menschen nur fragen. Was sagst du zu dem? Was sagst du zu dem? Was sagst du zu dem? Und sie werden sehen, keiner von denen hat je etwas studiert. Das Beispiel von einem Innsbrucker Professor, der sich Immunologe nennt, der dem Nationalrat geschrieben hat, dass mRNA in die Gefäßwand geht und dort eine Entzündungsreaktion, die zu Gerinnungsschäden, Blutungen und so weiter führt, hat selbstverständlich nie die Arbeit gelesen, die von uns kommt, ein Standardwerk, Nature, was eigentlich die Bibel ist, überall zitiert wird, unzählige Male wiederholt. Es geht nicht in die Gefäßwand. Und es gibt niemand, der je gezeigt hat, dass das so wäre. Das Experiment ist einfach. Den Vorwurfmachenden zu befragen, was er zu diesem und jenem sagt, ob er es gelesen hat. Und das heißt, Sie können ausschließen, dass es in die Genstruktur des Menschen und ja, dass es Gerinnungsstörungen zum Beispiel. Das ist nein, ja auch es macht Gerinnungsstörungen, aber nicht in dem Sinn, die Gefäßwand hineingeht. Ja. Und das ist eben schwierig, heißt, wenn man etwas behauptet, ja, ohne ja, irgendwelche Fakten ordentlich zu kennen, die Wissenschaft dahinter zu verstehen oder es gar selbst überprüft zu haben. Das ist ja die Mehrzahl dieser Dinge. Jetzt zu dem zweiten, Bestechung, betrifft auch mich. Es gibt von einer Partei, die ich nicht nennen wird, Anfang des Jahres eine parlamentarische Anfrage, in der steht, die Ministerien, Wissenschaft, glaube ich, sollen beantworten, wie viel Geld von BioNTech fließt, um Impfungen in diesen Universitäten voranzubringen und zu promovieren. Und wie viel Geld der Christoph Huber der Medizinuniversität Wien und der Medizinuniversität Innsbruck gegeben hat, damit sie ihm einen Titel verleihen. Und das kann man natürlich durch eine kurze Recherche innerhalb von 5 Minuten klären. Es gibt weder Geldzuwendungen an irgendeine österreichische Universität, es gibt keine Forschungsprojekte und es gibt kein Geld. Und ich habe überhaupt keinen Titel von einer österreichischen Universität. Es sei denn, man sagt, dass 10 Jahre davor ein Ehrendoktorat, was also nicht im Zusammenhang steht. Doch die Zukunft vorausgesagt. Also das sind halt Unterstellungen und meistens. Dann gibt's noch und das lässt sich journalistisch leicht prüfen. Dann gibt es noch den verhafteten Pfizer-Chef. Ich weiß davon nichts. Und ich habe zum letzten Mal vor, glaube ich, 4 Wochen mit Albert Pfurler mich per SMS ausgetauscht und da war er offenbar in Freiheit und hat ein gutes neues Jahr gewünscht. Nein, ich glaube nicht, dass da was Wahres dran ist, aber ich weiß es nicht. Ganz kurz noch zu seriöseren Quellen im österreichischen politmedialen Diskurs. Zu solchen würde ich die GECKO-Kommission zählen, die ja für die Bundesregierung doch ein wesentlicher Einflussgeber ist. Die haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass es, ich darf zitieren, wenn es bei den klassischen Omikron-Untervarianten bleibt, dann könnte man in Richtung einer klassischen Influenza-Überwachungsstrukturen gehen, sprich jährliche Impfung. Ist das ein wahrscheinliches Szenario für Sie? Das ist nicht unplausibel und die Hoffnung ist groß, dass es in die Richtung geht. Und
ideal wäre, wenn man das mit einer Influenza-Impfung koppeln könnte. Das wäre so ein wünschenswertes Szenario. Daran wird gearbeitet. Und die Daten werden zeigen, wie das denn so geht. Vorhersagen kann man das nicht mit absoluter Sicherheit, aber es ist nicht unplausibel. Das die ganze Welt arbeitet dran. Das ist ein gutes Schlusswort, ein optimistisches. Wir hoffen, eine kombinierte Impfung zu haben. Einmal im Jahr würde dann reichen. Danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind. Es war eine sehr interessante Stunde. Danke auch euch, dass wir diskutiert haben gemeinsam. Und danke Ihnen daheim fürs Zuschauen.